Radio FM, Berlin's Electronic Radio. Timeline. Anja Schneider, heute ist die zweite Großdemonstration von Alarmstufe Rot geplant. In wenigen Minuten geht's los. Alarmstufe Rot, das heißt sozusagen 5 nach 12. Das letzte Mal war es, glaube ich, 5 vor 12. Was hat sich verändert in der letzten Zeit? Aber jetzt geht die Musik wieder los. Also es hat sich natürlich sehr viel verändert. Wir haben immer noch keine Perspektive bekommen. Wir sind im Moment in der Situation, dass wir gerade die Pressekonferenz abwarten, dass wahrscheinlich heute auch nochmal neue Bedingungen rausgehen, dass wir wahrscheinlich hier wieder eine Sperrstunde entgegensehen. Das heißt also, die Stimmung ist gerade echt irgendwie ziemlich am Tiefpunkt und es hat sich einfach verändert, dass mehr Zeit vergangen ist, in dem nichts passiert ist und wir alle ganz schön auf dem letzten Loch pfeifen. In unserer Redaktion liegt auch schon die Beschlussvorlage aus dem Bundestag vor. Wenn es wirklich so käme, dann wären ab nächsten Mittwoch wieder, den 4. November, hätten wir quasi einen zweiten Lockdown. Also das heißt auch Bars, Restaurants und vor allem die Clubs wären alle wieder komplett zu. Es ist ja jetzt schon schlimm. Was bedeutet das aber für die Szene insgesamt? Ja, das bedeutet einfach noch mehr Dunkelheit und noch mehr, dass einfach keine Plätze mehr da sind, wo man irgendwelche Sachen erleben kann, wo man sich mal gehen lassen kann, wo Vielfalt auch herrscht. Aber das bedeutet auf jeden Fall für einige ein ganz klares Todesurteil. Und vor allem muss man jetzt wirklich auch mal sehen, also das, was hier passiert ist und warum die Infektionszahlen hochgingen, das ist nicht passiert, weil hier die Leute in die Clubs gegangen sind. Also die Veranstaltungen, die hier stattgefunden haben, die haben immer ganz klar unter strengen Hygieneauflagen stattgefunden. Ist egal wo, ob das in der Griesmühle, Else. Das heißt, es ist ganz viel passiert und da gab es Auflagen. Und das waren nicht diese Spreader-Partys. Nein, das ist wieder woanders passiert. Das heißt, wenn man jetzt einen Lockdown macht, die Leute nicht mehr in die Restaurants, in die Bars gehen, kann das natürlich sich alles wieder in den privaten Raum verlagern, was ja auch so sein wird, weil die Leute, die können nicht mehr. Du brauchst gesellschaftliche Kontakte, die sind auf dem Zahnfleisch. Ne? Wenn diese Beschlussvorlage so stimmt, wie sie uns vorliegt, dann steht da auch wieder drin bei Gastronomie, gastronomische Betriebe sollen auch entschädigt werden, das steht da schon gleich drin. Jetzt ist es ja die große Frage, warum reagiert die Bundesregierung bei der Veranstalterwirtschaft so anders? Also da ist da denn jetzt mittlerweile Kommunikation? Naja, es gibt so ein paar kleine Vortastungen. Also bei uns, vor allem bei Booking United, die Juliane hat im Parlament gesprochen, hat da mal ein bisschen was erzählt, was wir eigentlich so machen und wer wir sind. Da herrschte betretenes Schweigen. Also wir werden jetzt gehört. Aber davon höre ich auch die ganze Zeit, dass wir natürlich jetzt entschädigt werden sollen. Neustadt Kultur und hier und da. Also bei ganz vielen ist das nicht durchgegangen und bei mir persönlich auch nicht. Und da ist jetzt irgendwie echt seit 7 Monaten kein Einkommen, sind wir ziemlich am Ende. Und grundsätzlich ist es ja so, dass die Veranstalterszene, also die Veranstalterwirtschaft, ja nicht gerade ein kleiner Teil zum Bruttosozialprodukt dazu fügt. Also naja, wie man gehört hat, also wir sind der 6. Wirtschaftszweig in Deutschland vor der Baubranche. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und was haben die alles bekommen? Entschuldigung, meine Laune ist echt nicht so gut. Das haben die alles in den Arsch gesteckt bekommen. Und wir hängen hier immer noch und stehen immer noch auf der Straße und sagen, hallo. Also ohne Kultur in Deutschland, was so das kulturelles Land natürlich aussteht, das darf man sich einfach nicht mehr vorstellen. Und auch Berlin, was macht Berlin aus? Die Leute werden nicht nach Berlin kommen, obwohl es wunderschön ist, ins Bode-Museum oder sonst wo hinzugehen. Aber die Leute kommen natürlich nach Berlin, weil sie diese urbane Kultur erleben wollen. Sie wollen die Vielfalt Berlins erleben, sie wollen in die Clubs gehen. Und da hat Berlin einiges zu bieten, was man sonst nirgendwo anders findet. Und das stirbt gerade ganz klammheimlich und langsam aus. Und ich habe das Gefühl, dass da wirklich auch nicht dagegen gehalten wird. Was erhofft ihr euch von der heutigen Demonstration? Also wir hoffen heute, dass wir auf jeden Fall viele sind, dass noch mehr Leute kommen, weil es hängt einfach so ein Rattenschwanz dran. Die gesamte Veranstaltung ist nicht nur die DJs, die Tourmanager, die Bars, die Grafikdesigner, ne? Also der Barmann, die Barfrau, alles Mögliche. Und ich finde, wir sollten einfach mal zeigen, wie viele wir tatsächlich sind. Ne? Und das hat mir das letzte Mal noch ein bisschen gefehlt. Aber ich habe so das Gefühl, weil wir so kurz vor diesem Lockdown stehen, dass eventuell heute krachen könnte, dass viele sagen, man, fuck it, ich muss heute mal raus, ich will Leute sehen, ich will noch mal draußen Musik hören, laut. Und dass das vielleicht ziehen könnte. Vielen Dank, Anja Schneider. Dankeschön, ja, tschüss. Okay. Pure FM, Berlin's Electronic Radio. Timeline.